Guten Morgen aus dem viel zu lauten Bangkok. Wir haben jetzt irgendwie, dann haben wir 7.23 Uhr und ich warte auf ein Taxi, was ich per Taxi-App geschartet habe, während ich erst 10-mal abgelehnt wurde. Perfekt. Vielleicht lag das an meinem Standort, obwohl ich jetzt nur eine Straße weitergegangen bin. Und ich hoffe jetzt sehr, dass der bald kommt, weil ich da wird schon anrufen. Gar nicht antun wollen.
so der gefühlt der Traum eines jeden Jugendlichen, zumindest damals in unserem Alter, als noch kein Handy gab, nö, oder beziehungsweise noch nicht alles so extrem war mit Insta und so, hier so ein Sportplatz, so voll überdacht, komplett, so ein Fußballplatz, voll geil, so richtig FIFA Street Style, also finde ich gerade mega geil. Ein extrem anstrengender Tag hier in Bangkok ist jetzt vergangen mit der Tour, mit den Leuten. Das war eigentlich alles ganz cool, aber am Ende des Tages ist man dann doch sehr kaputt. Will jemand ein paar Trikots? Moin. Ich mache mich jetzt gerade auf dem Weg ins Hotel. Es ist 18 Uhr. Ich bin echt kaputt, weil ich immer noch voll in Jetlag habe vom Fliegen und extrem wenig Schlaf. Kämpfe ein bisschen mit Kopfschmerzen, aber ja, egal. Wir sind hier. Wir haben ja keine Zeit. Deshalb muss man so schnell wie möglich irgendwas erleben. Und naja, ich werde euch bestimmt noch mal in der Gegend hier mitnehmen. Aber ich glaube, das habe ich damals schon gefilmt hier. Ich bin nämlich ziemlich am gleichen Hotel wie damals. Und ja, schauen wir mal, was sonst noch so passiert. Wir sind jetzt mal an dem sogenannten Bangkok Skytrain. Ich habe damals, glaube ich, nicht geschafft, davon eine Aufnahme zu machen. Das System ist eigentlich relativ gut, weil alles ziemlich digital gemacht ist. Wenn man will, kann man sich für 100 Baht hier so eine Karte kaufen und die dann dementsprechend aufladen, prepaid-mäßig. Und beim Rein- und Rausgehen legt man die dann immer auf so einen Schalter, QR-Code, und der berechnet dann automatisch und zieht ab, wie viel du verbraucht hast. Also der weiß, wo du eingestiegen bist, trackt die Karte, und du weißt, wo du ausgestiegen bist. Du musst das aber auch angeben, dann um die Karte zu kriegen. Also du kannst auch einfach nur so ein Einzelticket ziehen, musst du Reisepass und so weiter angeben. Also ist schon quasi alles sehr gesichert hier. Ist genauso wie am Flughafen, musst du alle Fingerabdrücke geben und so weiter. Aber die sind deutlich moderner hier als bei uns. Und ich nehme euch noch mal ein bisschen mit. Also ich bin jetzt gerade hier in dieses Central World reingelaufen. Hier ist gerade ein bisschen sehr laut. Das erinnert mich auf den ersten Blick an so einen Karstadt, wo ich hier gerade reingelaufen bin. Aber das Ding ist, 7 Etagen, und ich habe ja gerade mal aufgenommen, wie viele Geschäfte das waren auf dieser Liste. Das ist ja gestört. Das ist ja wirklich gestört. Also ich meine, du brauchst ja nirgendwo mehr hin. Du kriegst ja alles dann, wenn du, ich glaube, du kriegst ja wirklich alles. Gut, Essen auch, aber eher wahrscheinlich so Touri-Essen. Also, naja. Egal, wir schauen mal, was wir so finden, ne? Moin Moin, mit Brille, ungewohnt, aber meine Augen weiten sich nicht mehr so gut. Was ich sehr interessant finde, wir sind hier gerade in so einem, keine Ahnung, Haarladen, was für Haarladen? So eine Apotheke mit Schminke, mit allem, so eine Art DM. Und die Kasse ist ganz hinten rechts. Also bei uns in Deutschland oder so ist ja immer am Ausgang. Du hast ja eine Kasse immer am Ausgang, aber hier hast du die Kasse halt einfach da hinten in der Ecke und der Ausgang ist genau auf der entgegengesetzten Richtung. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Wenn man schon mit seinem DJI-Gimbal hier rumhampelt, dann muss man natürlich auch einmal hier bei DJI vorbeigucken. Das ist krass, dass die einfach einen Stand haben. Also keine Ahnung, gibt es ja bei uns nicht. Und wir haben da ganz hinten irgendwo ist auch noch Roborock. Also mein Staubsaugerroboter ist auch noch hier. Feier ich ja irgendwie. Ich weiß nicht warum. Was ich auch noch sehr interessant finde, hier ist nichts räumlich getrennt. Das heißt, irgendwie hast du alles nebeneinander und hast irgendwo dann eine Kasse dazwischen. Das ist nicht so, dass du sagst, jo, hier ist Karstadt, hier ist dies, sondern ich glaube, das gehört alles diesem Central World, beziehungsweise doch, das war gerade, ich glaube, ich bin in so einem Elektronikfachhandel eigentlich, aber hier ist irgendwie Learning, Books, okay, E-Reader macht ja noch Sinn, aber was macht das für einen Sinn, dass wir hier Literatur haben, irgendwelche Mangas oder so gefühlt. Also das ist irgendwie so ein Technikladen, was ist das, B2S, Power, kann ich nicht lesen, ist andersrum. Aber irgendwie trotzdem ganz anders. Also wenn man hier rumläuft, kriegt man auf jeden Fall Kilometergeld. Weil ich glaube, ich habe jetzt hier drin schon 5000 Schritte verbraten, um zwei Sachen zu suchen oder so. Das ist unglaublich. Also hier kannst du dich wirklich tot laufen. Und zwar so richtig tot. Das ist wirklich nicht für Leute, die nicht mehr gut zu Fuß sind.
Gut, ich habe auch schon mal Leute gesehen, die ihren Vater im Rollstuhl oder so geschoben haben, aber trotzdem, das ist schon echt nicht ohne. Noch etwas sehr Interessantes ist, hier sind ja wirklich super viele Läden. Also ich habe keine Ahnung, ich müsste mal googeln, vielleicht finde ich das raus und wenn ich das hier sehe, brauche ich das selber dran denke, um zu gucken, wie viele Geschäfte und wie viele Mitarbeiter es hier gibt. Weil eigentlich hinter jeder Kasse, hinter jeder Theke, egal wo, wir arbeiten zu, also wirklich, lass mich nicht lügen, 98% auf jeden Fall nur Frauen. Das ist irgendwie auch anders. Bei uns ist das ja so ein bisschen gemixt, würde ich sagen. Die meisten sind auch ziemlich jung, muss man sagen. Vielleicht auch so Studenten, Nebenjobs oder sowas. Wie aber wahrscheinlich selbsterklärend war oder auch nicht, hier ist nichts billiger. In so einer riesen Shopping Mall ist nichts billiger als in Deutschland. Ich würde sogar schätzen, teurer. Ein Deutschland-Trikot hat umgerechnet, jetzt gerade zum aktuellen Wechselkurs, würde es irgendwie 80 Euro auch kosten, was ich ja gesehen habe. Und das gilt für andere auch, also dementsprechend schon ordentlich, egal was. Also irgendwo, du kannst halt nur auf so einem Wochenmarkt irgendwas gefälscht von mir aus einkaufen oder sonst was. Aber so kannst du das auf jeden Fall knicken, wenn du hier einen Schnapper machen willst. Außer du hast vielleicht ein zufälliges Angebot, aber dann weißt du noch nicht, was der Zoll dazu sagt, auch wenn du eine Rechnung hast. Wir sind ja hier direkt gerade an der Bahnstation und hier wohnen einfach irgendwelche Leute, die auch da teilweise irgendwie, irgendwelche Balkons haben und so. Das kann man auch vom Zug aus sehen, aber ich kann aus dem Zug heraus nicht so gut filmen, weil der auch immer ziemlich voll ist. Finde ich irgendwie auch sehr, sehr interessant. Spätestens jetzt gerade konnte man das ja mal sehen, hinter mir, da stand ich gerade gestern selber mit dem Auto drin. Ich bin nicht gefahren, Gott sei Dank, selber. Also wenn du hier im Stau stehst, ne, dann war es das auch komplett. Wie ich gerade gezeigt habe, dass die ganzen Motorräder dann auch noch durchgezogen haben. Daher noch etwas, wozu ich was sagen will. Ihr habt ja gerade gesehen, den Krankenwagen. Das ist nicht wie in Deutschland, weil das auch gar nicht funktioniert, weil keiner Platz machen kann, dass jemand da beispielsweise irgendwie die alle nach rechts fahren, nach links fahren und Platz machen. Nö, der Krankenwagen hat einfach Pech gehabt. Also der Typ, der da drin liegt, der ist gelinde gesagt am Arsch. Das ist auch ein ganz großer Unterschied im Gegensatz zu dem, wie es bei uns irgendwo mal ist. Außerdem ist es ganz normal, dass man hier, wo ein sehr enger Bordstein ist und ganz viele Roller stehen, auch nebenbei einfach auf der Straße läuft. So wie mein Vater gerade. Aber mit seinem Rollator, du kannst halt nicht auf diesem Fußgängerüberweg laufen. Das geht halt gar nicht. Na egal. Ich nehme euch weiter mit.